Hallöchen auch, liebe Wimmelbildfreunde und die es vielleicht noch werden wollen. Willkommen zurück zur nächsten Folge von Soulface, das Panthenon. Und ja, in der letzten Folge hat uns der Dr. Frost sein wahres Gesicht gezeigt, denn er wollte nur an diesen Ort kommen, um ans Panthenon zu gelangen, zu den Meistern. Und ja, und jetzt müssen wir schauen, wie wir ihn hinterherkommen. Und ich denke mal, ich muss den Guten hier seine Zähne sortieren. Ordne die oberen und unteren Zahnreihen an. Wähle zwei oder zähle Zähne oder obere Zähne aus, um sie zu vertauschen. Drücke die Nase, um die Auswahl zu überprüfen. Also wie kann ich die hier austauschen? Also ich kann nur die hier oben austauschen, okay. Ja gut. Irgendwas stimmt da noch nicht ganz. Jawohl. Was bist du? Roteisenstein. Und wir kriegen einen Meisterring. Was kann ich mit den Roteisenstein machen? Wahrscheinlich... Beim Keller könnte ich da was hantieren, glaube ich. Warte mal, das Tagebuch muss ich ja auch noch ein bisschen vorlesen. Dr. Prost bat mich, seinen Aktenkoffer zu finden, den ich in dem brennenden Zug zurückgelassen habe. Ich habe keine andere Wahl, als zurückzugehen und ihn zu finden. Das ist meine einzige Hoffnung, meine Familie zu retten. Ich kann nicht glauben, dass ich Dr. Prost wirklich vertraut habe. Wie skrupellos mich... Was? Ich kann es hier kaum lesen. Wie skrupellos mich absichtlich von meiner Familie zu trennen. Er hat meine Trauer zu seinem Vorteil eingesetzt. Aber warum? Ich habe noch nie jemanden schändlicheren getroffen. Ruf mal nach Russland an. So, vielleicht kann ich das mit dem hier auspegeln. Das Ganze ist wahrscheinlich wieder ein Wimmelbild, oder? Ja. Energiekugel, Eule, Stempel. Okay. Wo könnte ich was einsetzen hier? Weiß nicht, kann ich ihn damit reinsetzen? Ja. Da habe ich den Stempel. Und was ist hier? Ich glaube, den muss ich mal erkennen zu können, aber es fehlt etwas. Wird wahrscheinlich kaum das hier sein oder das hier sein. Irgendwo muss ich doch noch was triggern können, oder nicht? Genau, nichts Graus ist grausam und wunderschön so gut zur gleichen Zeit. Die Artefakte haben wir den Meistern entwendet, aber wir wissen nicht, wofür sie gut sind. Wir wissen auch nicht, wo die Meister herkommen. Sie sind schon immer hier gewesen. Ihre Kultur ähnelt einigen veralteten Kulturen auf der Erde, aber sie sind erbarmungslos. Offensichtlich schätzen sie Kunst mehr als Lebewesen. Ja gut, aber wo kriege ich das andere getriggert hier? Ah, schaut mal hier, die Pflanze sieht leer aus. Da haben wir die Eule, aber uns fehlt halt noch ein Planet, glaube ich.
Den müssen wir leider noch finden. Und ich weiß auch schon wo. Nämlich hier. Das wird wahrscheinlich die Energiekugel sein oder Universumsglobus. Hier war das. Okay, dann haben wir ja alles. Energiekugel. Dann brauchen wir einen Korkenzieher, der sehr schön ist. Ein Flakon, das ist eine Flasche oder sowas in der Richtung. Ein Flakon. Und die Frage, wo ist dieser Flakon? Der hier? Dann eine Eule, ein Dreieck, ein was? Sternen. Sternentrader. Was ist denn ein Sternentrader? Wahrscheinlich das Ding. Dann die Galaxie hier. Achtflach. Achtflach. Was ist ein Achtflach? Das hier? Symbol. Fünfmal. Ja. Hier, hier, hier und hier. Ein Symbol fehlt noch natürlich wieder. Das sieht meine, sehen meine Adleraugen nicht. Doch hier. Dann ein Pfeil. Das ist er nicht. Ein Pfeil. Ein Pfeil. Wahrscheinlich das hier. Der Robius habe ich schon gesehen und der Stempel war ja hier. Und wir kriegen die Energiekugel. Aber ich glaube, mehr können wir hier nicht mehr machen. Schau mich mal kurz nochmal um. Ja, dieser komische Fernseher, den wir nicht anfassen können. Die Energiekugel brauchen wir hier. Info. Drücke die richtigen Reihenfolge auf die Symbole. Die Symbole leuchten auf, wenn die Eingabe richtig war. Es kann sein, dass du es öfters versuchen musst. Ah ja, okay. Ich mach's mal anders, Freunde. Ich nimm, schnapp mir mal einen Block. Hier ist der, damit ihr seht, dass ich nicht schwindle. Hier ist ein Block. Hier ist ein Stift. Ich zeichne mir jetzt einfach mal nur die Symbole auf. So ungefähr. Muss jetzt nicht ungefähr dem Original nach sein. Dann weiß ich, welche Symbole ich drücken muss. Okay, dann ist es diese komische 8. Dann dieses. Ich schreibe es mir vorher selber auf, damit ich es mir nicht merken brauche. Dann ist es dieses komische P. Dann ist es dieses komische Z. Okay, jetzt müsste ich es eigentlich rauskriegen. Zack, 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 zack. Zack. Das ist das nächste, okay.
I couldn't believe it. The collar went dead. I longed to rip it off, but I left it on so I wouldn't attract attention. Besides, the staff had also gone dead, so I wouldn't be able to release anyone else from this awful bondage. Okay, das hat uns jetzt was gebracht? Das muss ich... ja, hier, dann kann ich jetzt das drucken, ohne dass ich einen Schaden... kriege Info. Wähle zwei Kugeln aus, um sie zu vereinen. Tu dies, bis nur noch fünf in der Mitte des Kreises übrig sind. Nochmal Info. Wähle zwei Kugeln aus, um sie zu feiern. Tue dies, bis nur noch fünf in der Mitte des Kreises übrig sind. Im Kreis. Ach du Schande. Aber ich muss es jetzt nicht, eins, zwei, drei. Hä? Wie soll denn das gehen? Muss ich da in die Kreise reinbringen? Wie soll denn das bitte gehen? Hä? Eins, zwei, drei. Hier. Ich check's nicht. Wähle zwei Kugeln aus, um sie zu vereinen. Tu dies, bis nur noch fünf in der Mitte des der Kreise übrig sind. Wie soll ich das machen? Oh, das wird doch schwieriger als gedacht. Wie stellt euch dir das vor? Nee, sorry, Freunde, da muss ich passen. It works. Language specified. Welcome to the Pantheon Database of Operations, Master. The database contains two matches to your biocode. Human, Richard. Human, Melanie. Human, Richard. Status? Data confidential. Insufficient access level. Human, Melanie. Status? Destination, Magmatic Omega Dimension. Contract time, 75 years. Departure in 1 hour, 27 minutes. Human time. Capsule 0.9.1, Pantheon's principal departure hall. Oh no, Melanie, Richard, I need to reach the Pantheon any way possible. The platform, maybe? Perhaps I can fix it. What if the Pantheon? Query for resources necessary to activate the platform. Scanning your mind for information on the platform. Analysis. Power. Unit is discharged. Power unit of this terminal server is compatible with the platform. Shutting down the system. Incredible! Did the terminal server read my thoughts? And it seems to have left a part for me. Okay, dann geht's halt auf ins Pantheon. I need
need to hurry. Even a moment's delay and I could lose Melanie forever. And Richard, unless I've already lost him. Dann auf, auf! There's no turning back now. The Masters are an oppressive race. And they're about to send Melanie away to a dimension where who knows what they'll do to her. I've got to save her. The terminal wouldn't tell me what happened to Richard, though. The only way to find out is to go to the Pantheon. At least that's over. I can finally take these blasted things off. Okay, es ist viel größer, als es aussieht. Mit bloßen Händen kann ich das nicht anfassen. Ich muss eine Lösung finden. Ich kann den Schrank nur mit einer bestimmten Form öffnen. Wahrscheinlich nicht mit dem hier. Das hier. Hilft sehr viel, um den Stromkreis zu belasten. Danke für den Hinweis. Achtung, elektrische Schloss. Aktivieren Stromkreis nicht überlassen. Überlastung kann das System ernsthaft beschädigen oder deaktivieren. Ja, danke für die Info. Aber was ist mit dem Zahnrad hier? Ich dachte schon, warum das nicht nehmen kann. There's someone behind the door. Bors is probably around here too. I'd better get a move on. Das ist Dr. Pross, aber verrat's bloß keinen. Und jetzt, was soll ich jetzt machen? Warte mal, kann ich's mit dem hier überlasten? Ja, toll. Was soll ich denn sonst noch hin? Erinnere mich an, vielleicht kann ich den Tor öffnen, wenn ich das Rohr mit etwas Spitzen durchbohre. Ich habe nichts Spitzes. Karte. Ja, was Spitzes? Die Eiszapfen hier vielleicht, die gehen ja nicht. Oh Leute, die Stange habe ich gar nicht gesehen. Stumpfer Nagel. Ach, und mit dem... Ja, gut. Gut, dann kann ich das hier durchstechen. Wahrscheinlich eine Falle. Great Master. I'm a representative of Earth's dominant species. I've come here with a very tempting business proposal for you. What the devil is Bors talking about? I better search this place. Maybe I can figure out what's going on. Ich mag den Dr. Pross nicht mehr, aber das habt ihr ja schon gemerkt, oder? Ja, gut, dass man das so schön lesen kann. Eine Welt aus Eis, warum auch nicht, wenn es umgekehrte Welten wie diese hier gibt. Beherrscher der Eiswelt. Den Meistern ein Geschirr. Ja, super, dass ich das lesen darf. Also deshalb, das haben sie ein bisschen blöd gelöst. Sorry. Wenn man da überhaupt nichts lesen kann. Da geht's noch lang. Laderampe und was ist das hier? Technologiezentrum. Ich gehe mal zur Laderampe. It's Dorothy. What will they do to her? I've got to get her out of here. Ja, hallo Dorothy. Wir brauchen aber irgendwas Dreieckiges, sehe ich hier gerade. Ich brauche ein Werkzeug, um diese Fehler zerschneiden zu können. Ja, haben wir leider nicht.
Das ist schwer für mich. Ich sollte das lieber entfernen. Ja, mit Wasner. Ja, hier brauchen wir so eine Art Dreieck. Gut. Hier kann ich gerade leider nichts machen. Gut, der Roboter scheint mich nicht bemerkt zu haben. Den sollte ich ausschalten, aber wie? Mit einem Schlüssel? Vielleicht mit dem hier. Mit dem geht's nicht. Ja, hier mal ein Wimmelbild. Aber Freunde, ich sehe schon, wir sind schon über der Zeit. Ich setze das Zahnrad hier ein. Was brauchen wir noch? Prisma. Wegen häufigen Ausfallsystemen. Ich kann das wieder nicht lesen. Sorry, das haben sie echt blöd gemacht. Sonst kann ich hier gerade aktuell nichts machen. Was fehlt jetzt einfach nur noch das Prisma. Ja gut, Freunde, ich sage mal aber an dieser Stelle mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch bis dahin gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben da, ein Abo natürlich auch und vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal bei Soulface das Pantheon. Tschüss.